Moin, meine lieben kleinen Gaming-Wölfe, ich bin's wieder, euer Cooper, der liebe Gaming-Wolf. Jo, und wir sind zurück bei More Animals, meinem kleinen Minecraft-Projekt, dem gesammelten Modpack oder dem vorgefertigten Modpack mit verschiedenen Mods drin. Und ihr wollt wissen, welche Mods, das werden wir alles noch rausfinden, ein paar gibt ja. So, ansonsten müsst ihr euch das selber mal rausholen. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, ich wollte hier erstmal irgendwie raus. Wo bin ich jetzt eigentlich? Da. So, und zwar hier, wir haben schönen Sonnenschein, wir können neu reinstarten. Ihr könnt am besten gleich mit einem Like reinstarten, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt. Natürlich einen netten Kommentar und, falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne noch abonnieren. Guck mal, da kommt ein dicker Brummer, der macht Zoom Zoom und ihr könnt Bum Bum auf den Abo-Button machen und dann mal, noch Glocke aktivieren, genau so. Und mich hatte irgendwie der Kranich da hinten im Hintergrund gerade ein bisschen verwirrt. Würde ich mir doch gerne nochmal angucken. Warte mal, wo war ich jetzt? Da. Ist doch ein Kranich, oder? Hilfe, ein Perverser. Der schaut mir auf den Puschel. Okay. Ich dachte, das wäre ein Kranich oder so. Das sah so komisch aus. So, aber warum bin ich jetzt nicht mehr bei den Pillagern? Weil ich bin stiften gegangen. Also die sind immer wieder neu gespawnt und haben mich echt ganz schön aus der Ruhe gebracht. Hier, guckt euch das mal an. So oft bin ich gestorben, dass ich zweimal eine neue Rüstung brauchte, um überhaupt meine alten Utensilien wiederzukommen, um da unten in den Keller zu kommen, wo ich letztes Mal gestorben bin. Ja, also ganz ehrlich, ich bin da noch so manches Mal hops gegangen. Ich habe aber dennoch geschafft, die Kiste zu plündern, habe dadurch jetzt auch hier aufgefüllt, habe das noch schöne gekriegt, das da habe ich noch gekriegt. War schon ein bisschen was Schönes zu holen, war aber eigentlich der Mühe und den Stress gar nicht wert. So. Ja, aber was soll ich sagen? Hier bin ich jetzt stehen geblieben, weil wir waren nämlich fast da. Und ihr seht, hier unter uns soll irgendwo die toxische Höhle sein. So, und ich habe mir überlegt, wie gehen da irgendwie mal rein. Verdammt. Jetzt hätte ich natürlich gerne eine Schaufel, aber sowas habe ich natürlich nicht. Deswegen wir erstmal so normal runterbuddeln. Aber wartet mal. Habe ich keine Fackeln mehr? Hatte ich nicht noch Fackeln? Ah doch, da habe ich Fackeln. Also, ich wollte gerade sagen, ich bin doch jetzt nicht komplett plemplem. Ja, also ich weiß nicht, wo überall diese blöden Pillager steckten, aber die kamen aus allen Ecken. Und da kam immer wieder neue dazu. Das war nicht mehr lustig. Und ich musste da einfach abhauen. So. Zack. Zack, zack. Wir müssen jetzt erstmal runter. Oh, ja, Kohle könnte ich eigentlich auch noch mal mitnehmen, ist so eigentlich eine ganz gute Sache. Ich hoffe, dass wir hier nicht gleich in die toxische Höhle reinfallen und uns gleich verseuchen. Ich versuche hier ein bisschen vorsichtig runterzugehen. Nee, auf jeden Fall, die Pillager waren eine ganz schöne Belastung. Und deswegen bin ich dann offscreen da einmal ganz schnell abgehauen, nachdem ich dann meine Sachen gekriegt habe. Beim Hochgehen noch schnell die Kiste geschnäppert, damit ich den Loot wenigstens auch noch mitnehmen, damit sich ein bisschen was gelohnt hat, dass ich da war. Aber im Großen und Ganzen hätte ich mir das auch sparen können. Ja gut, ich habe jetzt wieder genug Enderpearlies, dass ich auch wieder einen Wraithstone selber bauen kann. Also wenn ich hier unten die Höhle gefunden habe. Wenn das nicht wieder irgendwie ein Kartenfehler ist oder so, ne? Ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Ja, dass ich mir hier denn oberhalb der Höhle, denn irgendwie oberhalb des Toxischen, eine kleine Mini-Base aufbauen kann. Dafür habe ich mir das eigentlich so vorgestellt. So, ich bin aber auch am Überlegen, ob ich den Shader vielleicht in Höhlen wieder deaktivieren sollte, weil es ja doch immer sehr dunkel ist. Aber andererseits, nee, also solange ich ja ausleuchte, sollte das ja eigentlich alles immer gehen. Sei denn, es sind irgendwelche komischen Lichter da, so wie in der Dino-Welt, die alles überblenden. Ja, dann haben wir ein kleines Problem. Dann sollte ich wirklich zusehen, dass ich ein bisschen mehr ausleuchte. So, wir müssen hier mal wieder da was hinhängen. Ich muss zugeben, ich bin jetzt hier ein bisschen nervös runterzugehen. Gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich weiß nicht, wann die Höhle beginnt. Sieht aber hier alles schon mal sehr, sehr großläufig aus. Ich weiß auch nicht. Ich habe es ja schon oft genug gehabt, dass mir irgendwas gezeigt hat, oh, da ist das und dann war es doch nicht da. Ich hoffe aber, dass das so jetzt alles seine Richtigkeit hat.
So. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, Leute, ne? Damit wir hier auch im richtigen Gebiet landen. Und definitiv sollte ich vorsichtig voranschreiten. Und immer schön leuchten. Bäm. Und ich muss einmal kurz unterbrechen. Jo, Leute, da bin ich wieder. So, das Telefon hat ein bisschen länger gedauert. Und während ich telefoniert habe, habe ich hier gleich noch ein bisschen weiter nach unten gebaut. Und mir hier so einen kleinen Stützpunkt eingerichtet. Ich weiß zwar nicht, ob die Höhle unter mir jetzt schon zur toxischen Höhle gehört. Aber, ja, ich habe mir hier einen Öfen gebaut. Ich habe einen Crafting Table. Und ich brauchte neue Fuckels. Deswegen habe ich nochmal Fuckels gemacht. Ich war auch nochmal oben und hab mir Holz geholt, damit ich Holzkohle aus Holz machen kann. Wisst ihr? Ja, so. Und jetzt aber heißt es, wir gucken uns die Höhle an. So, ich hoffe, dass ich hier gut runterkommen. Okay. Sieht's hier gefährlich aus? Also, scheinen hier ein paar Mobs unterwegs zu sein. So, ein paar Skelettis und auch Zombies. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, dass es hier irgendwie extrem schlimm aussieht. Wer wollte Stress machen? Hallo, wo bist du? Oh, ach, da warst du. Ach, da bist du! Ein Zombie-Villager! War das mal. So, ich wollte jetzt aber mal gucken, was hier unten ist. Hier unten leuchtet das so schön. Ja, schön gefährlich mit der Lava. Da wollen wir natürlich nicht rein. Wow! Alter, war das dumm! War das dumm! Da hab ich doch gerade echt nicht aufgepasst. Gut, dass ich noch rechtzeitig auf Springen gedrückt habe. Das hätte auch volle Kanne in die Hose gehen können. Und da kommt ein Skeletti. Ich werde hier erstmal weiter zwischen. Wartet mal. Sorry, ich muss da nochmal kurz hier einen Cut setzen und Pause machen. Mir war gerade etwas runtergefallen. Nichts Schlimmes, aber ja. Ich musste das einmal schnell aufheben. Oh oh. Okay. So, Kollege Schnürschuh, ich weiß, du willst gerade Stress machen. Will ich aber nicht. Also komme ich jetzt ganz vorsichtig zu dir und brutzel dir deine Popo weg. Hast du was dagegen? Nö? Finde ich gut von dir. Und du? Du brauchst ihm gar nicht zu Hilfe kommen. Doch, war mein abgenackter Bruder. Das tut nur an den Füßen weh für dich. Sag ich dir, wie es ist. So, aber so ganz ehrlich, ich sehe jetzt nirgendwo irgendwas, was wie irgendwie toxische Höhle aussieht. Müsste ich aber da sein. Die Frage ist jetzt, ist die noch weiter unten? Bin ich noch nicht tief genug? Oder ist die hier irgendwo anders? Also wie schon gesagt, ne? Ich kann das nicht so ganz beurteilen. Ich habe ja auch schon komische Erlebnisse. Oh, jetzt habe ich keine Blöcke mitgenommen. Gehabt. Also von wegen, was so dieses Thema angeht. Brauche ich Redstone eigentlich nicht, ne? Hallo Creepy, guck mal. Was ist das denn da hinten? Schwimmen die? Sind das irgendwelche Squids, die im Stein schwimmen? Oder was ist das? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ist da drüber irgendwie ein verborgener See? Oh ja, da ist Wasser. Das sind tatsächlich leuchtende Squids, habe ich recht gehabt. Okay. So, Gold wollte ich aber nochmal mitnehmen. Wenn ihr euch fragt, wofür ich Gold brauche, Goldäpfel.
Kann man später irgendwann immer noch mal gebrauchen. So. Wir gehen aber wieder aufs Schwertchen. Was ist das denn für ein komischer Fisch? Bist du Freund oder Feind? Du bist Feind, das weiß ich. Brauchst du mir gar nichts von erzählen. Aber was sagt der Fisch eigentlich? Der Fisch ist weg. Habe ich den gebrutzelt? Ist aus Versehen hergeschwommen? Oh oh. Brüder Skelettis kommen auch noch zu mir. Warte mal, ist das eigentlich mein Fahrstuhl? Ich glaube ja, ne? Hier bin ich runtergekommen, oder? Autsch! Alter, war hier zu langsam. So, Leute, ich muss euch einmal kurz hier ein bisschen wegbrezeln. Das geht nicht anders. So, du bist weg. Wir kommen jetzt zu dir, ne? Kollege Schnürschuh. Brauchst auch gar nicht weglaufen, das hat keinen Sinn. Ja, 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 ja. Guck mal, euer Bruder Creepy will auch noch zur Hilfe kommen. Da ich aber das nicht einsehe. Guck mal, bup, 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 weg, 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 weg. Du hängst auch da fest. Guck mal, da kommt noch der andere Bruder Creepy. Wird aber auch mal kurz hier weggebrutzelt. So, und wenn Creepy da fertig ist, dann komme ich zu dir, mein Freund, ne? Sag mal, Creepy. Geht doch. So, Ohren weg. So. Jetzt ist hier aber auch erstmal Ruhe. Ne, wollen wir auch mal klarstellen hier. Die Frage ist nur... Komme ich von hier aus irgendwie zur Toxic-Höhle? Ist die hier irgendwo? Ist die irgendwie noch tiefer? Also ich habe jetzt keinen Weg weiter nach unten gefunden. Immer nur eher nach oben. Also alles, was nach unten ging und nach unten führte, war irgendwie so eher, wie soll ich sagen, lavamäßig. Und durch Lava tauchen? Nö, lass mal stecken. Das mache ich nicht. Das ist mir zu heiß an der Popo. So, aber die Frage ist jetzt, wo bin ich runtergekommen? Ey, Alter. Kollege Schnürschuh, ne? Bin ich jetzt da hinten runtergekommen? Oder da? Aua! Ey, ich wollte mich hier umgucken, du! Schnarchnase! So, tschüss! Und tschüss! Hier auch tschüss! Ey! Hallo? So, mein Freund, ne? Bye, bye! So, die sind weg. Und was ist mit dir? Bist du jetzt hin? Nö, der ist weg. Irgendwie glaube ich aber, ich bin hier runtergekommen, oder? Was ist mit dir, Spinne? So. Spinne weg. Was willst du denn schon wieder? Der kommt hier heimlich von hinten. Also, hier ist... Es geht hier noch unendlich weiter, aber... Ja, Leute, ich... warte mal, ich schwimme mal erstmal hier hoch. Und dann... Zack. Hä? So. Hä? Hallo? Was ist... Hey, ich wollte gerade sagen, was ist mit meiner Maus los? Wieso komme ich da jetzt nicht hochgeschwommen? So. Ey! Ah, ich bin so ein Idiot! Ich drücke die ganze Zeit nach vorne, ich Vollidiot. So. Zack, 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 zack. So. Weiter nach oben. Wow! Ui, das war knapp. Hä, wieso... Irgendwie habe ich das Gefühl, das war der doch nicht. Dann war das doch der hier. Oh Mann, ey, nervt mich jetzt doch nicht alle hier. Wo kommt ihr eigentlich alle her? Ich will doch nur einmal wieder da hoch. Ist das so viel zu viel verlangt? So, weg mit dir. Was soll das denn eigentlich hier, ne? So, Creeper, danke. Hast mir den Weg frei gemacht.
kann ich mich endlich um den Doofkopf hier kümmern. Zack, weg. Und du genauso. So, und jetzt? So. Nach oben! Ups. So, schnell hier durch. Und ja. Puh. So, ja komm, mach Stress! Was willst du? Mach Stress! Alter, wenn du hier vor meiner Haustür rumlungerst, ne? Dann gibt's Ärger. So, Leute, ich hoffe, euch hat heute wieder gefallen. Ich muss mich hier jetzt erstmal ein bisschen erholen und muss mir dann mal einen Plan machen, wie wir hier besten weiterkommen. Weil, ja, entweder muss ich noch tiefer, das Höhlengebiet sieht oben auf der Karte ja noch sehr, sehr langläufig aus. Und irgendwo könnte da noch die Toxic-Höhle stecken. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne positive Bewertung da lassen. Würde mich sehr freuen. Außerdem, Kommentare schreiben. Kanal abonnieren, wenn es noch nicht gesehen ist. Mich unterstützen und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Also, bis ja, morgen. Au! Bye, bye.